Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand und heute bin ich in Dänemark gelandet bei meiner lieben Freundin Doreen. Doreen coacht Familien und Paare und auch Frauen, so Alltagscoaching für Hochsensible. Aber Doreen ist auch letztes Jahr nach Dänemark ausgewandert mit ihren drei Kindern und deswegen habe ich gedacht, ergreifen wir gleich die Chance und machen ein Interview zum Thema Freilernen. Denn das war ja, denke ich, mit der Hauptgrund, hierher zu gehen. Und wie war denn euer Weg zum Freilernen? Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, hallo erstmal. bei uns war das so, dass die Kinder uns eigentlich den Weg gezeigt haben. Sie sind ja schon immer sehr selbstbestimmte, hochsensible Kinder gewesen. Das hat man so im Laufe der Jahre so ein bisschen mitbekommen. Und die Schule war dann eigentlich so, dass wir schnell gemerkt haben, dass das nicht das Richtige ist. Es gab schnell eine Schulverweigerung. Dann haben wir gesucht nach Alternativen, nach einer freien Schule. Die haben wir auch gefunden. Also mit den zwei Großen war das so. Dann waren die auch erstmal happy. Und sie konnten sich entfalten und waren freier und wurden selbstbewusster auch, und das war eigentlich ganz schön, sodass wir erstmal den Gedanken, den wir damals hatten, uns mit dem Freiland zu beschäftigen oder auch das Auswandern, erstmal wieder weg war. Und ja, letztendlich hat uns das dritte Kind, der Jüngste, uns dann nochmal den Weg gezeigt und auch gesagt, nee, auch die freie Schule ist nicht so richtig das für mich, und war eigentlich relativ schnell dann in der Verweigerung, was Schule angeht oder Lernen überhaupt. Also er war sicherlich stark unterfordert, wurde nicht so in den Stärken gesehen, die er hat, konnte nicht so richtig machen, was er eigentlich wollte. Ja, und das ging dann halt bis zur totalen Schulverweigerung, und man versuchte alles, wird gesagt, geht mal dorthin, versucht mal dies, versucht mal jenes, war aber alles nicht so unser Weg, wollten wir alles jetzt nicht so. Und ja, bei uns war tatsächlich ausschlaggebend Corona. Also mit Corona-Pause kam unser Weg sozusagen. Mhm. Wir waren zu Hause, wir haben gemerkt nach 6 Wochen, Mensch, die Kinder entspannen sich, sie haben wieder Lust, etwas zu machen. Wir hatten auch keine Aufgaben, nichts, wir hatten keinen Druck von der Schule, gar nichts. Wir konnten wirklich machen, was wir wollten. Und es war einfach schön zu sehen, wie sie von alleine wieder sich für das Lernen begeistert haben oder sich mit Sachen beschäftigt haben, die man im Schulalltag, das war eine Ganztagsschule, gar keine Zeit hatte. Ne? Ja, und dann haben wir nach und nach, habe ich mich dann so gefragt, wie soll es denn weitergehen, wenn das wieder losgeht, und konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Kreislauf wieder anfängt. Also es war für uns wirklich keine leichte Zeit. Und dann haben wir nach Lösungen gesucht. Wir haben versucht, das erst in Deutschland irgendwie hinzukriegen. Gibt es Mittel und Wege, und unsere Recherchen waren dazu aber nicht sonderlich ermutigend. Mhm. Und ja, dann kamen wir wieder relativ schnell auf das Thema Freilernen im Ausland. Halt. Weil ja ringsherum keine Schulpflicht ist. Mhm. Und dann haben wir so jedes Land, was in Frage kommt, so ein bisschen abgeklappert, ausfindig gemacht, was passt zu uns. Der Norden war eigentlich schon immer für uns so ein bisschen gut. Ja, und dann haben wir halt bisschen genetzwerkt, andere kennengelernt. Dann sind wir mit dem Wohnmobil durchgetourt und haben geguckt, ob das passt. Und ja, sind dann relativ schnell hängen geblieben und haben uns hier mit den Freilernersachen beschäftigt, wie das so ist. Oder Homeschooling ist es ja eher, wird es eher genannt. Also hier in Dänemark, genau, was ihr macht, sozusagen. Ja, also Freilern kennen die jetzt so in dem Sinne nicht. Ja. Aber wird auch schon praktiziert, aber offiziell heißt es halt Homeschooling. Genau. Ja, und dann haben wir gefunden, gemacht, Sachen gepackt, fertig und drüber. Das ist hoch. Für uns war ja eher hoch. Genau. Ja. Also ich denke mal, dass es vielen, die zuschauen, auch so geht, dass sie gerade an dem Punkt sind, den du vorhin beschrieben hast, wir wollten nicht, dass das Ganze von vorne wieder losgeht. Ja. Und dann steht man natürlich irgendwie erstmal da und weiß nicht, oh Gott, jetzt auswandern ist ein ganz schön großer Schritt. Ja. Hast du da vielleicht noch, bevor wir zur nächsten Frage kommen, so ein paar Tipps, was dann den Ausschlag gegeben hat, wie ihr dann den Mut gefunden habt, das wirklich zu machen? Also für mich war ganz klar, der Jüngste hat die Schule absolut verweigert. Ja. Es gab keine Lösung. Okay.
Also die Lösung, die uns vorgeschlagen wurde, war Ritalin, oh, ja. Internat kennen wir, und ja. Erziehungsmaßnahmen oder verhaltenstherapeutische Sachen oder irgendwas. Und das kam für uns überhaupt nicht in Frage. Ja. Ja, und letztendlich, was bleibt dann noch? Also ihr wurdet quasi vom System in die Ecke gedrängt und dann... Ja, also empfohlen, uns hat jetzt niemand gezwungen, das zu machen, aber letztendlich bleibt ja nichts anderes, was wir tun. Genau. Ja. Die Schule hat auch gesagt, so geht es nicht weiter, trotz dass es eine freie Schule war, ne, auch viel Kooperation da war, aber irgendwann kommt man an den Punkt, da geht es halt nicht weiter. Und der Jüngste hat wirklich, also der hat das, was man Lernphobie nennt und was man Schulverweigerung sagt, schon sehr gut getroffen. Da ging halt gar nichts mehr. Also der ist früh nicht aufgestanden, ist nicht aus dem Auto ausgestiegen und alles. Ja, die Wutanfälle waren ganz schlimm und das wollte ich nicht wieder haben. Ich hatte in der Corona-Pause dieses Kind wieder, was ich vor der Schule hatte. Begeisterungsfähig, es hat gelacht, es war wieder happy und das wollte ich einfach, wollte ich mir nicht wieder nehmen lassen. Und ja, die Großen haben das dann noch ein bisschen bestärkt, weil der Mittlere hat irgendwann gesagt, oh, kann ich nicht eigentlich zu Hause lernen? Das reicht doch auch, es passt doch auch so, ne? Und der Große hat tatsächlich noch eine andere Schule probiert, weil ja, der ist halt so sehr naturwissenschaftlich und wollte da ein bisschen mehr haben, was die freie Schule nicht so bieten konnte. Hat das getestet und hat dann auch gesagt, ich glaube, ich bleibe auch zu Hause. Okay. So, und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr alle der Meinung seid, dann, dann packen wir es an. Genau, und dann recherchiert man halt so ein bisschen, was ist möglich. Ne? Und dann hat euch der Weg nach Dänemark geführt. Ja, es blieb nichts anderes übrig. Für euch. Für uns, genau. Ja. Für uns war der Weg, weil was hätte man machen sollen? Ich wollte nicht wieder zurück. Ja. Ich wollte nicht in diesen Kreislauf rein. Ich wollte das meinen Kindern nicht mehr antun. Ja. Ich wollte dieser selbstbestimmten, freundlichen oder aufgeschlossenen, ja, motivierten, die hatten die Motivation wieder. Ja. Ja, genau. Und die konnten endlich lernen, was sie wollten. Also der hat in der ersten Klasse oder war dann zweite, er wollte unbedingt das 1x1 lernen. Und er konnte in der Schule noch nicht, weil da war man jetzt noch nicht so. Oder das größere 1x1 oder andere Sachen. Ja. Ne? Und das konnte er endlich machen. Er konnte endlich das lernen, was er wollte. Und er hat es gekonnt. Super. Also, das war. Ja, da kann man mal sehen, ne, wie die Schule eigentlich auch die Entwicklung wirklich behindert im Prinzip. Im Prinzip schon, ja. Weil die Schule einerseits manche Kinder zerrt und andere Kinder wieder ausbremst. Ja. Genau. Ja, und freie Schule ist zwar auch schön, aber es gibt nichts noch Höheres, ne, wo die Kinder mal einen Tag Pause machen können. Ja. Oder eben, wenn sie eben mal nicht aufstehen wollen oder später oder dieses Fach nicht machen wollen. Das ist, und ich glaube, bei hochsensiblen Kindern ist das noch ein bisschen schwieriger, weil die dann wirklich nicht wollen. Ja. Die kriegen das dann nicht hin, dass man das muss. Genau. Oder ja, wir merken das jetzt schon, wir haben ja noch kein schulpflichtiges Kind, aber definitiv wäre das auch ähnlich. Also da. Genau. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, also du hast ja gesagt, drumherum ist überall keine Schulpflicht. Und ihr seid ja dann hier gelandet in Dänemark. War das am freisten oder weil es nördlich war, hast du ja schon gesagt, und euch das so gefällt? Also das waren dann so die Punkte. Und vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie frei das Freilernen in Dänemark ist. Ja, also ans Meer wollte ich sowieso. Ne? Und dann war es eben wirklich so, dass man sagen muss, wir wollten zu Deutschland immer noch den Kontakt haben, dass wir mal pendeln können, so ein bisschen. Das heißt, es konnte jetzt auch nicht allzu weit weg sein. Und ja, ich wollte keine, in Österreich, Schweiz hat man das ja immer so, dass dann Tests gemacht werden und erfordert oder macht man nicht die Ansprüche, die man da hat, dann wird man der Schule eingewiesen wieder und solche Sachen. Ja. Das wollten wir alles nicht. Richtig. Ich wollte wirklich so frei wie möglich. Und das ist hier das nächste Land, was ist so frei wie möglich, denke ich auch. Also nach allem, was ich immer so höre. Ja. Und genau. Also hier beantragt man das nicht, sondern man sagt halt, ne, wenn die Frage kommt, so, wo gehen eure Kinder hin, wollt ihr die Schule besuchen oder so, ne, dann sagt man, nee, wir machen Homeschooling. Und dann laden die einen zum Gespräch ein, dann spricht man miteinander, wie macht er das und so weiter. Ja, und dann ist halt zweimal im Jahr, wird es halt ein bisschen kontrolliert, da wird geguckt, wie sehen die Dokumentationen aus oder wie ist der Fortschritt oder so. Aber es wird keiner sagen, also nicht ohne Grund sagen, das geht jetzt so nicht. Ja, das, also es ist im Prinzip die Kontrolle, wie du mir ja auch schon früher mal erzählt hast, ist mehr so einfach, um was dokumentieren zu können und um dem Kind vielleicht seinen Lernfortschritt auch von offizieller Seite her spiegeln zu können.
Aber nicht, um irgendwie daraus Konsequenzen zu ziehen bezüglich Lernorte. Uns wurde halt gesagt, es kommt auf den Fortschritt an und es passiert auch nichts. Super. Also, ja. Genau. Also das klingt ziemlich gut. Ja. Die sind, also ich glaube, die Dänen sind schon sehr drauf aus, dass die Kinder sich wohlfühlen. Ja, das ist super. Ja, das merkt man ja auch überall hier so. Ne? Es wird immer an Kinder gedacht, es sind immer Stufen da, sodass die Kinder auch überall rankommen. Und also das ist in Deutschland irgendwie so ein bisschen anders. Ja, es gibt halt keine Hierarchie. Ne? Ja, es ist mehr auf Augenhöhe alles, das ganze System und auch natürlich der Umgang mit den Kindern. Ja. Super. Also finde ich sehr schön. Habt ihr euch ein tolles Land ausgesucht? Ja, danke. Und du hast allerdings auch gesagt, es kann von Region zu Region ein bisschen schwanken. Also es lohnt sich auf jeden Fall da vorher mal ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, wo gehe ich vielleicht hin, in welchen Bezirk oder... Ja, also von Kommune zu Kommune, macht das jeder anders so ein bisschen. Manche haben schon ein bisschen Ahnung davon, gehen damit natürlich ein bisschen anders um. Manche, die fangen damit erst an. Und da muss man sich, also reden ist halt die Kunst. Ne? Man muss reden mit denen. Und man kann mit denen reden. Ja. Also man kann sagen, wir machen das so und so, wir finden das toll, wir erzählen euch das und das. Und dann sagen die, ja, okay, haben wir jetzt noch nicht gewusst, machen wir so. Super. Ja, so. Also lösungsorientiert. Ja, natürlich. Ja, schon. Also nicht so, dass einem jemand zeigen kann. Ja, genau. Das ist deutsches Denken, das muss man auch erstmal ablegen. Also das erste Gespräch, da saß ich echt zitternd da und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das geht vielen so. Ich haben jetzt hier schon einige begleitet dazu. Aber das legt sich, sobald die ersten Sätze sprechen. Ja. Also das ist schön. Das ist wirklich deutsches Denken. Ja. Hört es euch an, ne? Können wir mal loslassen, das deutsche Denken. Ja. Und wie sieht jetzt euer Alltag aus? Also ihr seid ja jetzt relativ frei in dem, wie ihr lernt. Geht ihr mehr Richtung komplettes Freilernen oder eher, wie du angesprochen hattest, wie es hier genannt wird, Homeschooling? Oder ja, was ist euer Weg oder ein Mittelweg? Also jedes Kind hat einen anderen Weg, komischerweise oder witzigerweise. Also wir sind bei der Fernschule Clonlara gemeldet. Das war so das Internationale, weil die Großen wollten halt wissen, wie machen wir jetzt unseren Abschluss und so. Und das war halt für uns die Lösung, Zeugnisse zu bekommen, ohne dass sie aber so stempelmäßig sind oder dass man dolle Leistung erbringen muss, die irgendwo geschrieben steht, ne, nach Lehrplan. Ansonsten, die Kinder lernen eigentlich völlig frei. Also ich habe für mich das Freilernen anders definiert. Die zwei Großen sind zum Beispiel in der Highschool, das heißt, die fangen jetzt an, ihre Punkte zu sammeln, damit sie auf den Abschluss zugehen. Genau. So, die haben ein paar Themen, ein paar Fächer, die so ein bisschen vorgegeben sind, aber der Inhalt ist komplett frei. Es ist völlig egal. Also man kann an jedem Inhalt beweisen, dass man irgendwie Dinge auch in eine Form bringen kann und auch also sich mit denen beschäftigen kann. Der Große, der beschäftigt sich jetzt zum Beispiel mit Thema schwarze Löcher und mit Karl dem Großen. Und solche Sachen. Ne? Und das packe ich dann einfach in diese bestimmten Fächer. Und das kommt aber von alleine, also ich mache da gar nicht viel. Der Mittlere ist zum Beispiel eher so, dass er Japanisch lernt und solche Sachen. Und Anime oder Manga oder wie es nennt. Ja, ich denke, das zeichnet ist richtig. Und solche Sachen. Oder Englisch zum Beispiel, die lernen nicht hier so mit Arbeitsheften und so, das machen wir gar nicht. Die lernen halt wirklich durch Filmen, Hören und Lesen. Ja. Und das machen die aber auch gerne, also das ist jetzt nichts, wozu ich sie zwingen muss. Super, und das ist auch eine sehr effektive Methode. Ja, und also dadurch haben die wirklich schnell fließend sprechen gelernt. Genau, also da kann man in der Schule 8 Jahre zubringen und ist nicht so flüssig und nicht also so... Englisch wurde gehasst zum Beispiel und ein halbes Jahr mit Filmen und Hören und Lesen. Also mein Großer, der hat alles auf Englisch eingestellt, der macht gar nichts mehr. Der sagt, können wir den Film bitte in Englisch gucken? der will das gar nicht anders mehr. Ja, ich finde das einfach, und was da braucht man nicht viel machen. Genau. Ja, super. So. Und Latein hat er sich auch selber beigebracht, hat er ein Jahr lang mal gemacht und so. Also wir haben, also jeder hat so seinen Plan. Die Großen müssen natürlich, da muss ich ein bisschen gucken, weil die müssen ja ihre Punkte auch kriegen. Also das ist quasi dieses internationale Highschool-Diplom, was man da die durch die Clonlara-Schule unter anderem erwerben kann. Das kann ich euch ja den Link mal zu der Schule mal in der Videobeschreibung verlinken. Genau, und ab 9. Klasse geht es halt mit Highschool los, wo sie dann ihre Punkte oder Credits sammeln können. Genau, aber bis dahin ist eigentlich, also ich fühle mich zu nichts verpflichtet, außer eben zu gucken, dass sie ihre Punkte so ein bisschen kriegen. Ja. Aber das kommt, also
Genau, also man lernt ganz schnell zu gucken, wie im Leben, welche Fächer das eigentlich alles sind, ne? Das kriegt Genau, man also man lernt wieder umzudenken genau und so. geht wieder vom Leben aus und stückelt halt das Ja, Leben in die Fächer einfach für die so mein, Dokumentation genau so. und einfach, ja, damit man sie irgendwie, Ja, ja. Material ist so, dass die Kinder meistens sagen, was sie haben wollen. Ja. So, dass, ach, das und das Thema beschäftigt mich. Mama, kannst du mal ein Buch kaufen? Also meine Ja. lernen ganz viel durch Bücher. Das gibt es sogar als Konzept, habe ich mir sagen lassen. Dadurch lernen die halt sehr viel. Ja, und natürlich hat auch die Medien halt Einzug genommen. Ja, nicht viel, muss ich sagen. Das ist bei uns nicht so viel. Aber durch YouTube, Erklärvideos oder andere. Es gibt ja viele Apps auch und solche Sachen. Ja, Das macht also es schon. manches Aber es geht, ist macht nicht es halt viel. wirklich auch leichter und das kann Ja, man auch ruhig nutzen, ne? so, Also genau. wird ja auch immer sehr gerne verteufelt, aber es ist halt einfach manchmal die effektivste und Ja, schnellste. aber sie sitzen nicht stundenlang dran oder so, das kann ich nicht sagen. So, ja, ansonsten haben wir unsere Lernzeit vormittags, je nach Kind, im Maximalfall 10 bis 13 Uhr, wo ich da bin und helfen kann. Was sie danach machen, ist quasi ohne meine Hilfe, weil ich ja dann Essen koche, Haushalt mache oder auch noch meinen Sachen nachgehe. Aber in der Zeit können wir zusammen gucken, wo es zwickt. Ja. So, also der Große ist so, der braucht sehr viel Struktur. Der möchte genau wissen, welches Fach an welchem Tag und was er da machen soll oder laut seinem Plan. Also wir machen gemeinsam einen Plan. Ich sage immer Lernplanung, Lernberatung, sage ich immer. Und er will das ganz genau wissen. Er entscheidet aber alles selber, aber er will es halt einmal aufgeschrieben haben. So, der Mittlere ist so, ja, kann, muss nicht, aber er hat was im Kopf und wir schreiben es aber auch auf. Und der Jüngste ist so eigentlich das typische Freilernerkind. Ja. Selbstbestimmt Freilernerkind, der will eigentlich Und gar nichts. bleibt hängen, wo es gerade Genau, und interessant der ist macht, aber und da entsteht so viel, also das glaube ich, ja. das ist alleine durch diese ganzen Was ist was Hörbücher zum Ja. Beispiel oder in der Bibliothek, wir sind Stammkunde in der Bibliothek, nur diese ganzen Naturwissenschaftssachen kramt er sich raus. Der weiß so viel, dass er bei vielen Erwachsenen sagt, das weiß ich doch schon, Ja. wenn die ihm was erklären. Ja. Aber so ging mir das ja auch in der Grundschule oft. Ja. Also, dass Schüler dann einfach Dinge wussten, die ich einfach nicht Ja. wusste, weil sie auch diese ganzen Wissenssendungen gesehen hatten. Und Genau. wenn man da wirklich mal wirklich hinschaut Ja. und sich überlegt, okay, ich weiß jetzt was nicht, was ein Siebenjähriger weiß, was mache ich hier eigentlich? Also, dann wird eigentlich klar, wo der Weg hingehen Ja. kann. Und ich finde es auch toll, dass alle anders damit umgehen Ja. und dass man auch wirklich, auch wieder bei dem Freilernen nicht so, da gibt es ja auch die, die sagen, also eigentlich darfst du dies nicht und darfst Ja. das nicht, also dass wir da halt auch offen bleiben und sagen, okay, der eine Mensch braucht Struktur und der Genau, andere ja. nicht und Wir machen halt keinen Lehrplan, wir machen wirklich unser eigenes. ja. Das ist so. Und ich gucke halt, dass sie wenigstens in diese Fächer kommen von Clonlara. Ja. Die haben aber auch viel wahlfreie Fächer, was sie selber aussuchen. Also das Projekte, ne? Also unsere Dänemark-Reise konnten wir super in Geografie Na verpacken. klar, Da ja. gibt es so viel zu lernen, alles, was wir da gelernt haben, ne? Das ist halt sowas. Und das ist, ja, man lernt durch Reisen, ne? Sagt ja Mark Twain. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und schon allein dadurch, dass man sich ja beim Freilernen auch frei bewegen kann. Und also bleibt halt alles auch im Fluss und es stockt auch die Energie nicht so. Und man. Ja, ich glaube, es ist wichtig, die Materialien einfach zu stellen. Ja. Ne? Wenn ein Kind viel mit Lego spielt, na, dann kann man natürlich da ein bisschen machen. Ja. Oder eben viel wissen möchte, so Naturwissenschaften, dann kann man da viel machen. Da kommt auch viel von alleine. Und bei mir ist so, bei dem Jüngsten ist so, ich beobachte da eigentlich nur. Ich Ja. sehe, wenn er was macht und schreibt das dann auf. Ne? Genau, So. also so, Und, so ist oder es ja auch Fotos. Ich gedacht, mache ne? mit Also Fotos so. ganz viel, dokumentiere das über Fotos. Und ich für mich mache einmal im Monat eine Zusammenfassung. Und Clonlara möchte einmal im halben Jahr eine Zusammenfassung. Das macht es mir einfach leichter, wenn ich es Ja, schon habe, ein genau. bisschen. Ne? Und Fotos. Also im Laufe unseres, wie lange ist das jetzt? 1,5 Jahre oder so, ist es jetzt schon so, dass ich sehr viele Fotos mache und die dann ausdrucke und dazu dann was schreibe. Das macht es dann einfacher, genau. Aber es ist schön, wenn man das so durchblättert, was man alles so gemacht hat, was Ja. einfach so entsteht. Das ist schon schön. Also der Jüngste sagt auch immer, der sagt manchmal, das ist jetzt Lernen, was ich mache. Und dann blättert er so durch in der Dokumentation und dann sagt er, das ist ja echt viel. Das wusste ich gar nicht, dass ich so viel lerne. Ja, genau. So, Und das, ich ne? hatte auch So. jetzt ein Video gemacht über Was ist Freilernen? Und eigentlich ist es am schönsten, wenn man es gar nicht merkt. Das hast du ja jetzt auch Genau, gerade ja, oder bestätigt, die ne? Kürbisse, ja, so, wenn man so diese Kürbissachen hat, da wird halt auseinandergenommen, was das alles ist, ne? Ja. So, das ist halt.
oder Geschichte überhaupt. Ich weiß gar nicht, letztens hatten wir irgendein Thema, wo ich gesagt habe, ich glaube, da hätte da in der Schule jetzt ein halbes Jahr für gebraucht. Das haben wir jetzt hier mal eben einmal geschafft, in 2 Stunden genau. oder so. Also man lernt auch schneller, weil die halt, also... Weil man emotional beteiligt ja, ist auch. Durchs ne? Erleben auch, ja. ne? So. Also, weil alle Sinne angesprochen, also eigentlich das, was man halt durch die Uni und im Lehramtsstudium ja, versucht, irgendwie ja, künstlich ja. herzustellen, passiert beim Freilernen genau. ganz von alleine. Ja. Ja. Also es kommt wirklich viel von alleine. Das, ich finde es sehr schön zu sehen, muss ich sagen. Ja, das ist so richtig. Also man merkt auch, ja, merkt auch deine Freude und ich hoffe, okay, dass sich viele, viele Leute inspirieren lassen, auch in diese Leichtigkeit zu gehen und sich das zu erlauben, auch den Schritt zu tun und dann ja, erleben zu dürfen, was das bedeuten kann. Mehr Freiheit. Also das Schöne ist einfach auch, dass man mal sagen kann, auch heute haben wir keine Lust, dann gehen wir heute den ganzen Tag an den Strand. Und das ist nicht nichts tun. Ja. Ne? Also dann fängt der Jüngste an und baut wunderschöne Burgen mit wunderschönen Blütensteinen, Mustern. Ja, fantastisch. Kunstunterricht geschafft. Ja. Letztlich ist das ja diese Teil, dieses Einteilen ja. auch so ein Schulding. Ne? Ja. Nichts tun und ja. etwas tun. Das merkt man dann wahrscheinlich, wenn man dokumentiert, ja. wie das wieder eins wird. Wie das Leben einfach nie nichts tun sein kann, weil ja. wir ja immer bemüht sind oder weil wir immer diesen Impuls haben, diesen inneren Drang haben, irgendwie uns auseinanderzusetzen, aktiv mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen ja. und uns nicht passiv berieseln zu lassen, immer in diesem Schulsystem. Das stimmt. Genau. Also der Mittlere, das fand ich sehr beeindruckend, der hat irgendwann in seiner japanischen Flow wochenlang für uns gekocht, japanisch. Und niemand durfte helfen. Super. Das war der Hammer. Also der hat, ich musste ihm Bücher kaufen und Zutaten und hier so komische Formen, ne? So alles. Und hat er Sushi gemacht, Suppen gemacht. Lecker macht er das heute Abend auch nochmal. Naja, jetzt ist wieder ein bisschen abgeschwächt. Ich glaube, er ist ein bisschen gesättigt, aber das ist halt schön zu sehen. Das wäre in der Schulzeit nicht gegangen. Also halt einfach so zu sehen. Also ich ja, ich bin total begeistert von dem, was du erzählst, weil es mir einfach auch das bestätigt und also was ich von vielen anderen weiß und was ich ja auch selber erlebe, weil Freilernen fängt ja eigentlich schon auch mit kleineren Kindern an, ne? Und was sich entwickeln kann aus den kleinsten Impulsen heraus. Was vielleicht oft als Frage kommt, ist so, das werde ich oft gefragt, wie macht ihr Mathe? So, das ist so eine Sache. Also Mathe haben wir völlig abgelegt, so wie man es in der Schule lernt. Sehr gut. Wir machen, also das war wirklich, also Mathe ist ja so ein verhasstes Fach irgendwie, ne? Ja. Und wir haben wirklich gelernt, vieles lernt man nebenbei. Und es gibt so ein tolles Buch, darf ich das nennen? Klar, ich verlinke es unten. Der Zahlenteufel nennt ja. sich das. Das ist wirklich was für Groß und Klein und oder wozu eigentlich Mathe? Ne? Solche Sachen, wo man merkt, eben, Mathe gibt es eigentlich schon immer und ja. groß Mathe überall drin und das reicht völlig aus. Ne? Und wenn sie irgendwas berechnen wollen oder wir sitzen am Armbrusttisch und die reden und so, dann machen wir das dann. Ja. Ne? Und also es wird auch der Zauber auch genommen ja, aus der ja. Mathematik, weil ja. ich habe gerade heute zufällig ein Buch angefangen über Numerologie, also einfach, und da wurde halt auch so ein historischer Abriss gegeben, dass das schon immer eigentlich auch die Zahlen eine Bedeutung hatten, ja, ja? Und genau. dass auch Geburtsdaten und so weiter, so ja, was, und ja. auch also Pythagoras und ja. weiß ich nicht, wer alles zitiert worden ist in dem Buch. Da bleibt doch viel mehr hängen. Ja. Also einfach nicht nur dieses Päckchenrechnen, was ich ja wirklich so furchtbar finde, ne? Päckchenrechnen, wozu? Immer wieder dasselbe und ich glaube, Mathe ist halt auch so ein Fach, wo viele sehr bloßgestellt worden ja. sind in der Schule, weil das halt auch dieses Rechnen auf Zeit dort so ganz enorm einem einfach gespiegelt hat, oh Gott, der ist viel schneller als ich, das ist vielleicht in Deutsch beim Lesen ähnlich. Aber ich glaube, in Mathe ist es noch krasser, ja. Also na, wenn es nicht individuell vorangeht, ne? Der ja. eine so, der andere so. Und ja, es genau. gibt auch, glaube ich, sehr unterschiedliche Typen von ja, genau. ja. Lernenden. Auch von also Mathe-Typen, ne? Ja, also so. Ich glaube, es gibt einfach welche, die können dieses Kopfrechnen schneller. Ja. Und also ich war das nicht. Oder es ist, weiß ich nicht, in der Schule irgendwie so kaputt gemacht worden, weil bei mir war dann dieser Effekt, ich habe immer die Lösung gewusst und dann nochmal kontrolliert und nachgerechnet, bevor ich sie gesagt habe, weil ich dachte, oh Gott, das darf nicht falsch ja. sein. Das kann natürlich auch sein, aber ich war immer mehr der, der sich halt so in so Textaufgaben reingedacht hat und ja, genau. So ist es. So kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, wieder Mathe. Ja, genau, Mathe ist überall und kann Spaß machen. Und ich ja. glaube, Mathe ist so das Fach, wo auch die meisten
Ja, die meisten Schüler so die Lust an der Schule auch verlieren. Also wir So. machen viel über Rätsel tatsächlich. Es gibt Ja. so wunderbare, also gerade für Ältere gibt es auch Ja. wunderbare Rätsel, wo einfach so, oder Geschichten, ne? Der Große liest Ja. gerade Lenkrad, irgendwie sowas, wo die Geschichte über verschiedene Mathe-Phänomene irgendwie, wenn er das liest und versteht, dann hat er so einiges verstanden. Ja. Ja, also da muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Er Auf kann keinen es Fall. vielleicht nicht in Formeln packen, wenn man es so schulisch abfragt, aber er hat es doch verstanden. Ja, und das ist ja Ja, das Entscheidende, dass man es auch also, anwenden weil er kann, aber ne? auch ein Interesse dran hat. Ja. Ne? Und ich meine, das ist ja auch das an Freilernern, wenn man das dann braucht für seinen Job oder für Ja. irgendeine Prüfung oder so, die man ja extra quasi sich auswählen kann, welche Prüfungen mache ich, was will ich für Abschlüsse, dann kann man das ja jederzeit Ja. viel, viel effektiver und viel, Ja. viel schneller nachholen, weil die Ja, Motivation einfach da ist. genau. Dann macht Ja. man es für sich halt, Man ne? macht es für sich, genau. Das Ja. ist einfach nur der Fokus ist anders, ne? Ja. So, wenn man dann 12 Jahre im Schulsystem vor sich hingedümpelt hat oder 10 Jahre, dann ist es einfach Ja. irgendwann so, das ist so das Lernen zum Selbstzweck, also für das Ja. Lernen und aber nicht mehr für mich. Ja. Also irgendwann Man lernt trennt auch sich das, nicht ja. zu schauen, was will ich eigentlich. Also viele fallen ja Genau, wirklich ja. danach in ein Loch. Was will ich denn jetzt Definitiv. eigentlich Ja, so machen? ging es Ne? mir. Ja, ich Ja, habe so und das. einiges anstudiert. Ja. Ja. Das ist dann halt schade, ne? Ja. Aber das ist eigentlich genau dieses Zeichen, ne? Unsere fangen halt jetzt schon an, drüber nachzudenken. Auch jetzt könnte ich in die Richtung. Die haben Ja. halt die Zeit dazu. Ne? Die können auch verschiedene Praktikas machen und Ja. alles, wie sie Und sie wollen. haben halt sofort das Gefühl dafür, wo Ja, gehöre ich hin? genau. Was kann ich? Ja. Und ja, das möchte man dann natürlich auch anbieten in Genau. irgendeiner Also Form, ne? ich bin quasi eigentlich der Begleiter, der Beobachter. Ich gucke, was mögen die so, was wollen die, was fordern die. Der Bereitsteller, die Genau, und dann wird Bereitstellerin. Material angeschafft oder eben mal geguckt, wo es hingeht, dass man einen Ausflug zu irgendeinem Thema macht. Ja, Experimentierhäuser sind ja immer. Ja. Also ich habe auch so eine Nerds, die sind alle sehr naturwissenschaftlich und da müssen wir immer in solche Richtungen gehen. Aber ja, ich finde das sehr schön. Ja, und Das. auch toll, wenn man als Elternteil auch teilhaben kann Ja, daran und nicht die Kinder so isoliert genau. sind, sondern man ist Teil des Prozesses und Ja, das ist so so viel wunderschön. Stress ist einfach weg. Also, Ja, so. das ist Und ein, Freitag ja. ist bei uns Hauswirtschaftstag, da Ach wird so, geputzt. okay, So. sehr, sehr gut. Das muss Auch, ja finde auch ich, gemacht ja, auch werden, ne? gerade für die Kita-Freimamas, für die Freilernermamas, Ja. die auch mit zuschauen, auch genau wichtig, solche Dinge zu integrieren, damit die Dabei, Kinder auch also, nicht so abgeben, genau, sondern ja. wir haben auch, Ich schreibe einen Zettel, ja. was alles gemacht werden soll. Das liegt ja nicht immer dasselbe an, ne? Ja. Und dann sucht da sich jeder was raus und dann Ja. ist Hauswirtschaft. Super schön. Ja. Ja. Da lernt man auch fürs Leben und ich kann es auch abrechnen. Prima. Genau, so ist das. Ja. Ja, also dann bedanke ich mich erstmal, dass du uns so einen tollen Einblick gewährt hast in euren Alltag, in eure Motivation hierher zu ziehen. Und ja, es war sehr, sehr inspirierend, fand ich. Ich denke, es wird vielen ganz toll gefallen, das Interview. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solche Interviews hören wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank nochmal an dich und ja, ich Ach so, vielleicht auch noch. wer mehr von, wer sich vielleicht auch beraten lassen möchte. Ja. Das kann man ja auch machen zum Thema Hochsensible und Freilernen. Genau, das können wir Da auch noch können mal wir in die auch Video einmal be gucken, genau. deinen Link tun Ja, wir noch mal in genau, die von der Videobeschreibung. Webseite. Ja, Klar. gerne. Auf jeden Fall. Genau, super. Und ja, also Doreen ist total toll, die macht das super. Also das schreibt mal wirklich unten rein. Überlegt euch das und Dankeschön. schaut mal vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Jawohl. Ciao, macht's Hi, gut, ihr hi. Lieben. Moin, moin, ne? Moin, moin. Und Genau. ja, dann noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Tschüss. Ciao.